Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen, liebe Triple-Fler, liebe Friends, Family und Fans. Oh mein Gott, ich habe etwas Neues für euch. Also nein, es ist nicht neu, es ist eigentlich uralt. Und zwar, Release war 1993, liebe Zuschauer. 1993. Das ist bald nicht mehr wahr, ey. So alt ist das Spiel. Es war eines der ersten Spiele, die ich je gespielt habe, zusammen mit meinem Vater. Ich habe da ganz viel tolle Erinnerungen an das Spiel. Ich wollte es schon länger spielen. Es kam eine neue Version. Erstmal, das Spiel heißt Myst, ne? Myst. 1993, Myst, rausgekommen. Super Spiel, so Klick-Spiel mit ganz vielen Puzzles und so. Der Hammer. 2015 kam dann Real Myst, also das alte Spiel überarbeitet, und das ist das, was wir jetzt zusammen spielen werden. Wir werden das neue Real Myst spielen, also es ist genau gleich wie das alte Spiel, nur bessere Grafik. Und ja, ich will eigentlich gar nicht länger werden. Schall einfach rüber, ne? Müsst ihr mit leben. Übrigens, leider, ich hab's versucht, ich kann's nicht auf Deutsch einstellen, es ist nur Englisch, leider. Das ist schade, ich hab's versucht. Also, Myst, hier, wie gesagt, Real Myst, Masterpiece Edition. Neue, überarbeitete Version, bessere Grafik. Into that starry expanse of which I had only a fleeting glimpse. I've tried to speculate where it might have landed, but I must admit that such conjecture is futile. Still, questions about whose hands might one day hold my missbook are unsettling to me. I know my apprehensions might never be allayed, and so I close, realizing that perhaps the ending has not yet been written. Also, für all die, die Myst noch nie gesehen haben, noch nie gespielt haben, es ist ein Hammerspiel voll mit Puzzles. Es dreht sich alles eigentlich so um Bücher, die wie Portale sind zu anderen Welten. Also, im Spiel wird es, glaube ich, Zeitalter genannt. Es ist ein Tor zu einem anderen Zeitalter, genau, soweit ich mich erinnern kann. Und es ist so, ich habe das Spiel ja schon gespielt, vor x Jahren. Eben, 93 kam es raus, 94 habe ich gespielt oder so. Das heißt, ich weiß schon ein bisschen, wie es aussieht. Ich kenne ein paar Rätsel schon, natürlich nicht mehr genau die genaue Lösung. Aber wir werden natürlich nicht ganz so viel Zeit brauchen, wie jemand, der das Spiel noch nie gespielt hat. Das ist der erste Punkt. Es gab dann noch eine Version irgendwann auf einem Tablet, glaube ich. Ich weiß nicht, ob für Android auch. Ich weiß, dass ganz sicher im App Store von Apple App Store, gab's Myst fürs Tablet. Ich weiß nicht, ob Android auch. Ich habe da mal angespielt. Oh, yes, baby. Water, water, water. Seht's euch an, das ist die Insel. Myst, wo wir hingehen. Wow, guckt's euch an. Ja, genau, mit dem Leuchtturm, das Observatorium, der Glockenturm. Ja, das versunkene Schiff. Oh mein Gott, oh mein Gott. Are you ready? Ich bin's. Boah, dieser Sound. So, also. Classic Mists. Explore like original Myst, be exploring point, nee, nee, nee. Free room, explore anywhere using standard game navigation. Oh, free room. Testen wir. Push K for main menu. Escape. Also, dann machen wir doch mal save. Save? Achso, okay. Ich glaube, Sound ist nicht schlecht. Das hier, Taschenlampe? Free room, okay, okay. Maximum, okay, back. So. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Guckt's euch an. Und das mit Free Room Movement. Holy crap.
Holy. Oh, das versunkene Boot hier. Wow. Wow. Wisst ihr, warte, ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen höher machen hier. Wow. Oh, ich erinnere mich an das. Oh, holy yeah. Oh. Oh, creepy, creepy. Oh mein Gott, das ist so lange her. Okay. Jetzt gab es hier hinten gab's auch noch so einen Trick, oder nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mist, Mist, Mist. Was für ein Spiel. Da geht gar nichts. Aber... Ah, I remember. I remember. Topografischer Test. Habt ihr gesehen? Sieht's anders aus. Oh, crappy. Oh yeah. Sollen wir von hinten testen? Das ist... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Egal. Hey, was? War das auch? Irgendwie? Hey, was hat's gemacht? Irgendwas hier oben hat's. Man weiß es nicht. Holy crow. Oh, es ist schon hübsch. Guckt es euch an. Oh. Ah, diese tollen... genau. Hebel, die irgendwie nichts bringen, aber trotzdem was bringen. Ich erinnere mich. Genau, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, müssen wir jetzt erstmal alle Hebel, glaube ich, nach oben machen. Da hinten noch. Zahnrad da unten. Holy crap. Ja, Myst, Myst, Myst. Es gibt insgesamt 5 Spiele, liebe Zuschauer von Myst. 5 verschiedene. Ich habe, glaube ich, nur die ersten 3 gespielt. Myst, 2 war Riven, 3 war Exile, glaube ich. Ich besitze sie alle auf Steam. Aber ich weiß nicht, ob ich sie alle ans Laufen kriege, weil Myst 1 hier ist das einzige, was ein Update gekriegt hat. Also ein Revit quasi. Catherine, I left for you a message of almost importance in a over 4 chamber beside the dock. Enter the number of the marker switch on the island into the image to retrieve the message yours. Also, in dieser Kammer, wenn ich das richtig verstehe, wo wir gerade waren, hat er eine Nachricht hinterlassen. Aha, wenn wir eingeben die Anzahl der Switches on the island. Moment, da war 1, 2 da oben, 2 Switches. Hier wären Nummer
3. Kann man den nicht? Doch, Nummer 3. Bibliothek. Hier gibt's keinen Switch. Nein. Ich würde sagen, wir machen mal die Switches hoch. Das waren jetzt 3, ne? 3. Da hinten hast du nur eine. Eine fucking Rakete. Ich erinnere mich. Wie geil. Eine Rakete. Zack. Holy cow. Oh, ich glaube, ich hätte mir was zum Schreiben bereitlegen sollen. Da gibt es immer so viel zum Schreiben. Mist, das war Nummer 4. Ja, genau, mit diesen Symbolen hier. Oh. Die Symbole hier. Das war Nummer 5. Nummer 6. Oh, das ist das Hochspannungswerk, Stromwerk, genau. I remember. 7. Der große Baum. Ja. Und Nummer 8. Wo wir nicht hinkommen, weil Wasser. Da ist wahrscheinlich Haie, Quallen oder irgendwas. Da kann er nicht rüber. Ich meine, er würde hier nass werden, vielleicht bis zum Knöchel. Aber er kann hier nicht rüber. Ne? Kann wahrscheinlich nicht schwimmen, obwohl nur Wasser bis zu den Knöcheln. Egal, holy crap. So. Es waren 8, ne? Kann man eigentlich hier abkürzen? Oh, das ging nämlich beim normalen Mist nicht. Da kannst du nur auf dem Weg laufen. Das ist schon mal praktisch. Kann man hier runter? Nee, da kann man nicht abkürzen. Hm. Ja, aber sieht hübsch aus. Ist vielleicht ein bisschen laggy mit der Freecam. Aber ich glaube, wir spielen es trotzdem in der Freecam. Aber besser aussieht. Ah. Taschenlampe mit F. Ist auch neu. Also, was haben wir gesagt? 8 waren es, ne? Acht. Okay, das ist ein bisschen schade, dass die Musik so laut ist. Also, ich das richtig verstanden habe, hat er von seinen Söhnen erzählt, die irgendwie die Bibliothek zerstört haben, glaube ich. Bücher. Das nochmal anhören? Ha. For me to believe. Most of my books have been destroyed. Mm-hmm. Catherine is one of our sons. I suspect Agnew, but I shouldn't leap to conclusions. I'll find him and... Aha, die meisten der Bücher in der Bibliothek werden zerstört. Er glaubt, dass es einer der Söhne war. Well, I've removed the remaining undamaged books from the library and placed them in their places of protection. You shouldn't have to use the books until I return, but if you've forgotten the access keys, remember the tower notation. Don't worry, Catherine. Everything will be fine. Remember the tower rotation. Oh, erase this message after you viewed it, just to be safe. Remember the tower rotation. Mhm. Das ist, glaube ich, mit dem Leuchtturm. Ich erinnere mich. Das war jetzt ein bisschen schade, dass der Sound da drin so laut ist. Das ist nicht so toll.
Ja, aber guckt es euch an. Genau, der Leuchtturm, der Tower da. Tower Rotation. Also einer seiner Söhne hat die meisten Bücher in der Bibliothek zerstört. Er glaubt, dass es Artatara war oder so. Weiß ich nicht. Ja, wir gehen aber mal gucken. Also, Bücher in der Bibliothek. Ja, look at it. Das sind irgendwie alle kaputt. Das sieht ganz aus. Grün. I have called this age channel wood. Ah, das ist für das Holzding. Understand my language. Climbing the ladder led us to the village. Da 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 da. Da da da. Da da da. Mhm. Catherine. Cyrus und Achenar. Genau, das sind seine Söhne. Genau. Genau, genau, genau. Osmond Age. D-d-d-d. Channelwood for a while. And have... Wieso hat er verschiedene Farben benutzt? Two different places. Oh. Das ist, glaube ich, so was, was wir uns merken sollten. Ein bisschen Future Bridge. Okay, Bücher, Bücher, Bücher. Stone Age. Also alle, jedes dieser Bücher erzählt eine Geschichte über eines dieser Zeitalter, wo wir uns hinbegeben werden. Soweit, das ist das vom Schiff, genau. Oh. Enjoy the chair. Return with many tools and need for construction of the lighthouse. We have light boys are quite strong. Lighthouse is finished. Stone Ship Age. Genau, das ist da, wo wir auch noch hingehen. Ins Steinschiff. 10 years since I left this age. Perfect condition it looks. Constellation. Ah, das ist das mit den, genau. Mit den Sternbildern. I remember that. Was haben wir hier? Blau. I think for a reason. Da da da. Orange, expanding explosions. Ba ba ba. Strangling hardness. Collect heat. Das ist nicht alles lesbar. Das ist mit der Rakete, genau. Oh nein. Ich erinnere mich an das. Oh nein! Oh! Ich weiß auch, wo es zukommt ungefähr. Oh, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich soll vielleicht ein Screenshot davon machen. Oder ein Bild. Ein Handybild? Vielleicht auch nicht so schlecht, ne? Ich mach hier mal. Ich mach da einfach mal ein Bild von. Für das hat man ja heute Telefone, ne? Genau. Haben wir das mal gemacht. I meet the remaining survivors. Gear room. Da ist, glaube ich, nichts Interessantes. Blue Sky, Mist. Power. Crux, Low. Links ist Power. Aha. Track. Drei Inseln. Insignia of Black Ship. Sieht aus wie Türkei, oder? Mit dem Mond. Krass.
jetzt nichts mehr Schlaues. Blau. Rhyme, I have named it a resolute age with a beauty that is Rhyme. I dream again of the last night. Feeling right. Rhyme. Oh, das ist dieser Moonpool, hätte ich gesagt. At last, I hope Catherine will have her idea about all things. I miss her greatly. I will return to Rhyme later when my mind has cleared. Zusammen mit dem Pool. 40. Und dann klappt das runter, ja. Knee. To return to the knee without knowing the state. Ah. Genau, er hat noch so ein Problem mit seinem Vater, glaube ich. Und Knee. D-N-I, das waren die Bauer, glaube ich. Him to Riven. Riven ist das zweite Spiel. Sitting off the playing field and I missed a single book when I had to trap him on Riven. Ah, genau. Er hat seinen Vater eingesperrt auf Riven im zweiten Spiel. Genau, weil sein Vater wollte auch irgendwas Komisches tun. He is not dead and my father believe. I heard that he must be some who managed to escape the destruction in a separate age with me and urging the chains to return to defend the survivor and city of however I can do nothing until I turn the father of my fate of my father. Ja, genau. Sein Vater hat Sachen zerstört, jetzt hat er ihn eingesperrt auf Riven. Genau. Genau, sein Vater war ja da. Oh. Tower Rotation. Oh. Okay, da ist eine Seite. Und jetzt? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, das ist der eine Sohn, Sirius oder so. Der ist, glaube ich, eingesperrt in einem Buch. Ja, genau. Und hier ist das zweite Buch, das ist, glaube ich, sein Bruder. Das ist der andere Sohn. Ja, genau. Genau, das ist der Achena oder so. Blue Pages. Ja. Genau, der will, dass wir ihm blaue Seiten bringen. Genau, der andere will die roten Seiten für sein Buch, der hier die blauen. Weil sie eingesperrt sind in einem Buch. Es fehlen Seiten in einem Buch, genau. Bei ihm blaue, beim anderen roten. Und die müssen wir denen zurückbringen, soweit ich mich daran erinnere. Aber es ist schon ein bisschen länger her. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich habe ein Bild gemacht von diesem komischen Ding. Sonst habe ich nichts gemacht, ne?
Ich weiß nicht, ob ich die noch... After a wonderful visit with my old friends, I wonder... da hat's viele Zahlen drin. Ich glaube, wir gehen nicht zum Schiff-Ding als erstes. Ich glaube, wir gehen... Oh, was ist das? Das habe ich noch nicht gesehen. Ah, das... Ah, doch. Was habe ich gesehen? Habe ich alle gesehen? Also, das ist Waldgrün. Das ist das Stone Ship, so wie es hier steht. Wald. Age of the Silent. Das war das mit der Rakete. Das ist Mechanik. Also vier Zeitalter. Und das hier unten. Das ist das mit Rhyme, oder? Genau, I will turn to rhyme later. I dream again of the last night. I'm light, very beautiful. Blablabla. Genau, das sind diese Bücher. Also, die vier Zeitalter. Rakete, Zahnrad, Baum, Schiff. Genau, die wir alle bereisen jetzt. Und soweit ich mich erinnere, hat es in jedem der Zeitalter... eine Seite in Rot und eine Seite in Blau, die wir zurückbringen sollten. Für diese Bücher, für diese zwei Söhne. Für den Cirrus und den Achena. Achena, Cirrus, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Genau, das ist, glaube ich, das Prinzip vom Spiel. Und wie wir da reinkommen in diese Zeitalter. Das ist mit Büchern, mit diesen Verbindungsbüchern kommen wir rein in die Zeitalter. Das weiß ich noch. Aber wie genau, wo wir diese Bücher finden und wie wir das genau machen, das sehen wir in der nächsten Folge bei Myst hier bei uns, das AdForce.de. Vielen Dank fürs Reinschauen bei diesem nostalgischen Spiel hier. Oh, ich find's toll, ich find's so toll, so viele Erinnerungen. Es ist einfach nur toll. Oh mein Gott, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, peace out.